Dahin ist wirklich schwierig. Neben Nikotinpflaster oder Akupunktur gibt es ja auch noch die E-Zigarette, also die elektronische Zigarette. Hier wird Nikotin verdampft oder zerstäubt. Aber ist das wirklich ein Weg, um nikotinfrei zu werden? Darum geht es heute bei uns in der Lokalzeitklinik. Zu Gast haben wir gleich einen Lungenfacharzt. Zuvor stellen wir Ihnen aber erstmal diese E-Zigarette vor. Der Dampf riecht fast gar nicht, hält aber für den Qualmer jede Menge Aroma bereit. Die elektrische Zigarette ist im Grunde eine griffige Dampfmaschine. Hier wird kein Tabak verbrannt, sondern eine Flüssigkeit mit Hilfe eines Heizstabes verdampft. Das sogenannte Liquid enthält Nikotin und Aromastoffe, sowie als Basis Alkohol und ein Stoff, der auch in Nebelmaschinen zum Einsatz kommt. Alle Stoffe in diesem Liquid sind in der Lebensmittelindustrie zugelassen und sind deshalb nicht schädlich. Außer man hat Allergien, zum Beispiel gegen Geschmacksstoffe, die da drin sind, Erdbeeren, Nüsse etc., die sind dann auch weiter allergisch drin. Wir sind in Unna. Hier im alten Bahnhof in Königsborn werden seit 4 Wochen E-Zigaretten samt Zubehör verkauft und verdampft. Es gibt sie in vielen Varianten zu unterschiedlichen Preisen. Sie sehen aus wie Kulis, Füller oder Schminkutensilien, aber eine Schönheit ist die herkömmliche Zigarette auch nicht. Bei einer Zigarette, die ich am Tag rauchte, bei 3 Schachteln, ist das im Monat 400, 450 Euro. Jetzt eigentlich, seit Februar dampfe ich nur noch, die gleiche Menge wahrscheinlich, komme ich auf 40, 50 Euro im Monat. Hans-Werner Hortig ist so sehr davon überzeugt, dass er jetzt Kunden in Sachen E-Zigarette berät. Eine junge Familie ist heute zum Probedampfen in die E-Smoking-Lounge gekommen. Matthias Giro raucht seit vielen Jahren, seine Frau bis vor kurzem auch noch. Jetzt ist sie wieder schwanger und möchte, dass auch ihr Mann das Rauchen sein lässt, vielleicht mit Hilfe des Dampfens. Die Finger riechen, die Wohnung riecht dann, man riecht das, wenn man ein Auto fährt und jemand raucht nebenbei. Das gefällt mir nicht, das ertrage ich ganz schlecht. Also wenn Papa mit den Fingern so näher kommt, es wird dann so ein bisschen, das riecht dann so. Passivraucher können endlich aufatmen. Von den E-Zigaretten werden sie nicht belästigt. Die Auswahl an Aromen ist mit mehreren hundert enorm. Und wie es funktioniert, ist schnell erklärt. Die Zigarette besteht natürlich aus 2 Teilen. Einmal den Akku, einmal den Verdampfer. Der wird zusammengeschraubt. Und hinterher den Tank. Der wird mit diesem Liquid befüllt, verschlossen. Und dann da reingesteckt. So. Durch diesen Drücker wird der Akku aktiviert, der Verdampfer erhitzt und die Liquidflüssigkeit verdampft. Was in den Liquids wirklich steckt, wissen nur die Hersteller. Kennzeichnungspflichten oder Kontrollen gibt es bislang nicht. Ob das Dampfen schädlich ist, ist daher umstritten. Der Nikotingehalt ist variabel, von stark bis gar nicht vorhanden. Wer von der Nikotinsucht loskommen will, reduziert die Dosis nach und nach, braucht das Ritual des Puffens aber nicht aufzugeben. Wie fühlt sich das an? Ist sehr lecker. Fühlt sich an wie eine richtige Zigarette. Ist auch vom Geschmack her und vom Gefühl in der Lunge. Ob er sich einfangen lässt und ganz umsteigt, hat Matthias Giro noch nicht entschieden. Die EU ist auch unentschieden. Sie prüft gerade, ob sie für den Elektroglimmstängel Tabaksteuern kassieren kann oder ob er ein Medikament zur Rauchentwöhnung ist und damit apothekenpflichtig. Und dann bleibt ja noch die Frage, ob die E-Zigarette tatsächlich ein guter Weg ist, um vom Rauchen wegzukommen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Lungenfacharzt Dr. Hans-Christian Blum aus Dortmund. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Was halten Sie von dieser E-Zigarette? Ist das ein guter Weg? Ich weiß es nicht. Und wir Lungenärzte wissen es nicht. Die E-Zigarette ist sicherlich weniger schädlich als eine normale Zigarette, aber wie viel weniger schädlich und unschädlich ist sie sicher nicht. Denn sie enthält Nikotin und eine Reihe von Schadstoffen, die zwar geringer vorhanden sind, aber eben auch Schadstoffe sind. Nikotin ist ein Gift, brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Genau. Allerdings, wenn man jetzt diese E-Zigarette mit Nikotinpflaster oder auch mit diesem Nikotin-Kaugummi vergleicht, gibt es da irgendeinen Vorteil oder Nachteil? Also die Pflaster und die Kaugummis sind Hilfsmittel im Rahmen der Raucherentwöhnung. Bei speziellen Raucherentwöhnungskursen sollten sie eingesetzt werden, während die E-Zigarette ja den Habitus des Rauchens beibehält. Das heißt, viele Menschen haben gar nicht die Motivation, wie man aus neueren Studien weiß, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn sie auf die E-Zigarette umsteigen, sondern sie werden eben zu Dampfern. Sie ersetzen eine alte Sucht gegen eine neue Sucht.
Insofern ist das nicht direkt vergleichbar. Wenn jetzt aber jemand sagt, also ich komme mit diesen Situationen nicht klar. Also es gibt immer bestimmte Situationen, bei denen möchte ich gerne rauchen. Ob das jetzt die Zigarette morgens zum Kaffee ist oder vielleicht abends die gemütliche Zigarette auf der Gartenbank. Könnte denn da so eine E-Zigarette helfen? Ja, ich will auch die E-Zigarette nicht mit Bausch und Bogen verdammen. Wenn jemand es schafft, damit vom Rauchen loszukommen, dann ist das eine wunderbare Sache. Genauso wie Akupunktur und eine Besprechung durch ein Voodoo oder was auch immer. Wer hilft, wer heilt, hat recht. Was hilft, ist in Ordnung. Die Frage ist halt die Schädlichkeit. Und was jetzt diese besondere Situation betrifft, dann ist das vor allen Dingen der psychologische Moment. Es gibt spezielle Trainingsprogramme dafür. Es ist in der Tat so, dass bestimmte Situationen an die Zigarette beim Raucher gebunden sind. Und diese Situation muss man eben lernen zu meiden. Sagen Sie nochmal, wie wichtig das ist, aufzuhören. Ich bin Lungenarzt. Nichts ist wichtiger, als mit dem Rauchen aufzuhören. Sie leben, wenn Sie rauchen, 10 Jahre kürzer und in den Jahren, die Sie leben, leben Sie schlechter aus vielen, vielen Gründen. Insofern denke ich, ist auch bei den Rauchern ist mittlerweile durchgedrungen, dass die Lebensqualität ohne Zigarette besser ist. Und das sehen wir schon daran, dass 9 von 10 Rauchern schon mit dem Wunsch leben, mit dem Rauchen aufzuhören. Wer jetzt aufhört, regeneriert sich der Körper? Ganz schnell sogar. Nach 20 Minuten normalisiert sich die Körpertemperatur. Nach 8 Stunden bereits ist der Sauerstoffgehalt im Blut wieder normal. Schon nach 24 Stunden sinkt das Herzinfarktrisiko deutlich. Allerdings erst nach 5 Jahren oder schon nach 5 Jahren hat sich auch das Lungenkrebsrisiko halbiert. Dankeschön, Herr Blum, dass Sie heute hier waren, aber noch bei uns bleiben. Sie können nämlich Herrn Dr. Blum erreichen bei unserem Zuschauertelefon unter 0800 5678 404. Danke. Gerne. Ohne ehrenamtliche Helfer, da läuft ja fast gar nichts in den Sportvereinen, bei den sozialen Diensten oder auch Parteien, ja selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht. Momentan ist